Guten Tag, liebe Leute, hier ist Yaguso wieder am Clash Royale spielen. Ich hoffe, dass es gut klappt. Ich war nämlich, ich weiß noch, Diziax hat noch in einem Video gesagt, oh, man kommt ja nie rein und sowas, Turnier ist voll. Ich habe das bei einem richtig gut hinbekommen. Ich war auch 99 von 100 und gucke, oh, cooles Ding, komme rein. Das war richtig, richtig cool und habe natürlich nicht gewonnen, aber gut, okay, immerhin. So. Wir können uns wieder eine Karte aussuchen und ich nehme die Barbaren, weil die Barbaren richtig gut losreißen. Achso, ansonsten hier bitte, hier habt ihr nochmal den Hashtag, ansonsten keep, Leerzeichen, Minus, Punkt, Minus, Leerzeichen, kam. Hashtag 8G2CCQ, da dürft ihr gerne rein, wir sind nur 26, der darf gern wieder voll werden. Da habe ich mir schon ein paar Barbaren gegönnt, weil ich mir dachte, könnte ja was werden. Und jetzt gucken wir einfach nochmal, ob wir den nächsten, ja, langsam mal hier abkriegen. Also wie gesagt, auf dem Handy ging es ganz gut. Ich glaube, teilweise lag es auch wirklich nicht an BlueStacks, sondern einfach an meiner Dummheit. Ist nun mal so. Ich probiere es mal jetzt hier einfach mit Barbaren und werde den Elixiersammler gleich setzen. Muss aber dazu sagen, wenn ich sehe, dass er den wirklich aktiv und sehr gut bekämpft, lasse ich's. Gucken wir mal. Nochmal von hinten nochmal so ein bisschen mit der Musketierin. Ah, schade, ich habe mein Pulver sozusagen verschossen. Da hat er jetzt drauf gewartet, auf jeden Fall, ganz klar. Das ist natürlich, hat er verdient, definitiv. Das war jetzt Fail von mir auf jeden Fall. Ich habe das einfach da rumliegen lassen, mehr oder weniger. Ohne danach zu achten oder darauf zu achten. Barbaren droppe ich gleich hier, dass ich hier den Tower wenigstens ein bisschen defende. Ich guck mal, ob er Pfeile hat. Mal schauen, vielleicht hat er gar keine. Kann ja auch sein. Ja, das war natürlich etwas unklug von ihm. Fast ein bisschen dumm. War jetzt auch nicht clever von mir. Ich muss mir den Inferno auf jeden Fall aufheben, dass ich halt sein Schweinchen kontern kann. Das ist schon mal eine Sache. Und jetzt gehe ich... Na nun komm, Schweinchen noch rein. Dann kämpft jetzt Musketieren gegen... Genau. Und Schweinchen. Gib's ihm, dem Turm. Na läuft doch. Den gönnen wir uns jetzt auch nochmal schnell. Bevor wir es vergessen, ganz ehrlich, bevor wir es vergessen. Ihr wisst, wie ich drauf bin. Ja, das ist okay. Da mache ich knallhart die Musketieren platt mit, logisch. Und dem Riesen... Ja, nee, ich würde jetzt gar kein Inferno droppen, weil ich denke, das passt so. Boah, wie es bei mir läuft, Junge. Und jetzt kriege ich so aufs Maul. Ah, geht. Die kümmern sich darum. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah, schade, der Inferno ist zu spät. Der Inferno ist zu spät gewesen. Bisschen noch gewartet. Nee, der macht mich knallhart weg. Ich will wirklich mal dieses mega geile Deck haben und ja, komm hier, dem gönnen wir die drei Kronen. Komm, ist in Ordnung, das passt. Da bin ich jetzt kein Arsch. Ja, tut mir leid, also ich meine, ich hab's ihm angeboten. Ich bin echt so hart schlecht da drin, echt. Also, das gibt's nicht. Wir gucken nochmal kurz, na, bloß ich meine mit dem... Ich gucke nochmal kurz ins Deck rein. Also, der Sammler ist nett. Der ist wirklich nice to have. Mit dem Inferno kann ich halt wirklich alle großen Sachen, also Pekka und sowas, geht damit schon wirklich gut down. Mit dem Schwein bin ich auch ganz gut dabei. Ich habe ein Problem. Ich habe relativ wenig mit der Luft zu tun, beziehungsweise zum Verteidigen. Ich würde aber ansonsten, ich würde nochmal probieren, den Riese... Was, dann wird mir der Deck so viel... Dann ist der Deck so teuer. Ich probiere das aber trotzdem. Ich probiere das mal.
Ich muss aber richtig aufpassen, weil ich nur wirklich nur, na, drei Sachen, beziehungsweise vier Sachen doch, weil ich habe ja die Pfeile noch, die halt noch auf Lufttruppen gehen können. Was schreibt er? Wow. Dein Ernst, Junge? Und das war alles jetzt. Ah, scheiße! Ja, und das war alles jetzt. Schönes Ding. Da wäre jetzt der Inferno unangebracht gewesen. Musketieren geht jetzt offiziell down. Und jetzt kommt mein Push. Junge, jetzt wirst gebumst. Ja? Jetzt wirst gebumst. Ja, kämpf du dich ruhig durch da. Das Schweinchen geht aber relativ gut gegen die anderen Gegen auf jeden Fall. Beziehungsweise schiebt die halt gut weg. Oh, da ist etwas down gegangen. Es war aber nicht mein Tower. Think about it. Komm hier, wollen wir gar nicht weiter. Weil er kommt garantiert noch nach. Ganz genau, war mir ja klar. Und deswegen dachte ich mir, gut, okay, komm, dann musst du hier eine Combo bringen. Er kommt garantiert dann von der anderen Seite noch. Aber egal, ich habe genug. Ja, genug Sachen, die es halt, also die Elixierpumpen habe ich halt da, die mir halt ordentlich Elixier verschaffen. Dann machen wir nochmal einen Push, wa? Junge! Ich glaube, es läuft bei mir. So, zack. Inferno. Gucken wir mal, der war jetzt nicht clever. Ja, der war nicht clever. Der war nicht clever. Definitiv nicht clever. Okay. So, jetzt wollen wir erstmal die Hexe loswerden. We wanna get rid of the Hexe, of the Witch. Ah, schade, hätte ich den. Wäre schön gewesen, wenn ich noch ein bisschen gewartet hätte und den dann außer Betrieb genommen hätte. So, jetzt warten wir mal. Wir haben hier auch Barbaren. So ist das ja nun nicht. Komm, hier ein Inferno hauen wir noch raus. Ey, der will mich ärgern. So, und jetzt ganz gechillt ein Riese. Dass er nicht... Ich weiß nämlich, er hat ja den... Was hat er gehabt? Er hatte irgendwas, ich glaube, den Feuerball hatte er. Jo. Ja, okay. Level 6. Aber um halt erstmal wieder ins Deck reinzukommen, um zu sehen, ah ja, läuft das nicht. Pfeile waren gut. Was war... Also, mit dem Barbaren, da habe ich mich eine ganz lange Zeit verschätzt, dass ich dachte, oh ja, totaler Dreck. Die sind schon stark und die sind erst Level 8. Richtig stark. Musketieren ist auch richtig, richtig nice und kostet dafür eben auch nur 4 Elix. Lakaien, wie gesagt, da habe ich mich ja von der Lakaien-Horde verabschiedet, weil die halt wirklich einmal Pfeile sind genauso weg wie die. Und dafür kosten sie einfach zu viel. Die kosten, glaube ich, sogar 5, richtig? Ja, 5. Und dafür sind die halt einfach wirklich zu viel. Elixiersammler auf 4 passt. Da ist er nicht gleich down. Und ja, ich guck mal, wann ich den das nächste Mal upgrade. Opa Fion. Aha, okay. Läuft bei dir. Jetzt natürlich nichts zum Angreifen da oder beziehungsweise zum schnellen Verteidigen, sagen wir es mal so. Immer noch nicht. Aber brauche ich auch nicht, sehe ich gerade. Oh, ich probiere mal Riese-Schwein. Das könnte was werden. Aha, er probiert auch Riese. Oh nein! Oh nein! Böse! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Geh mal bitte auf den Ballon, Junge. Geh mal bitte auf den Ballon. Alter, ist er down, habe ich gehört, Alter. Hier muss was passieren, Alter. Ja, immerhin der Riese geht down. Oh, ich warte auf die Barbaren. Ich warte lieber auf die Barbaren. Ich hoffe, mir fliegt das hier nicht um die Ohren. Scheiße. Kacke, Alter. Ging schnell, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ihr seht es halt wirklich. Ich bin halt nicht der Pro, aber ich habe da einfach Spaß dran. Und das ist halt das Wichtige. Team CS. Yeah!
Nee, da würde ich gerne Musketierin vornehmen. Und dann den Riese wieder vorsetzen. Das war schon vor einer Weile eine ganz gute Taktik. Also die ganz gut aufging. Ah ja. Ja doch, hier komm. Schnell noch. Ja, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So wollen wir das haben. Dass der Riese nämlich definitiv den Inferno killen kann. Weil sonst hast du da natürlich richtig, richtig schnell die Arschkarte. Nehmen wir die noch? Nee, lassen wir. Lassen wir, komm, lass die sterben, egal. Wir haben dann aber einen Elixiersammler, den wir schon mal nutzen können gleich. Und der ist definitiv gut für uns. Mal gucken, ob er uns angreifen kann. Ich merke auch, also es klappt auch wieder mit dem Quatschen und Spielen. Geht. Aber ich quatsche lieber nicht zu viel, nicht, dass ich dann doch aufs Maul bekomme. Ah, wieder. Dann muss ich so und dann aber gleich wieder die Lakaien, sobald das in dem Bereich ist. Jo, ich denke mal, das sollte passen. Dann jetzt gleich mit dem Schweinchen hinterherhüppeln. Alter, er hat richtig eskalativ viele kleine Truppen, die ich mit den Pfeilen wegballern werde. Und dann wird er gucken und sagen, schade. Ich meine, er hat mir jetzt nur 50 Punkte gebracht oder sowas, wenn überhaupt. Das war natürlich nix. Aber er musste natürlich richtig fresh deffen. Bitte nicht. Sollte aber passen. Ja, dann gehst du halt da drauf, das ist okay, klar. Dann müssen jetzt die Luckys dran glauben hier, sonst zieht der mir logischerweise die Büchs aus. Wollen wir nicht. Schweinchen. Musketieren. Ja, die kriegt's noch hin und ballert rüber. Läuft bei ihr. Er hat sehr viele kleine Truppen. Sehr, sehr viele, würde ich sagen. So, jetzt die Barbaren müssen jetzt defenden hier. Also, beziehungsweise erstmal den Weg frei bashen. Schwein. Nee, brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Genau, dann kommt jetzt hier das Schwein. Und gleich noch Musketier hinterher. Jetzt hätte ich natürlich gerne, gerne, gerne meinen Knall gehabt. Der wäre natürlich episch gewesen. Ah, da. Man weiß dann gar nicht, was soll ich machen? Ja, genau. Du kleiner dummer Sack, Alter. Denkst du, ich bin total dumm? Ist immer sehr geil. Also du hast ja ganz, ganz oft welche, die sind total fixiert auf. Ich muss jetzt... zum Beispiel in dem Fall. Ich muss jetzt mein Riesenskelett setzen, wenn man das so nennt. Und ich muss dann definitiv mein Kobold Barrel ziehen und fertig. Ich bin davon nicht abzubringen. Und die machen das immer wieder und du defendest und... Warum? Ja, egal. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen und ihr seid weiterhin bei der nächsten dabei. Ihr wisst, bei mir seht ihr nicht unbedingt den besten Clash Royale Spieler und auch nicht COC Spieler, aber ich denke mal, lustig ist es für jeden. Für den, der mich auslacht und den, der mich feiert. Haut rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.